Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pfade des Wissens. Innerhalb der Vorlesungsreihe der Chemie befassen wir uns heute im zweiten Teil mit den Metallen und den Salzen und wir werden dabei feststellen, dass es da einige grundlegende Unterschiede gibt, aber dass zwei quasi große wichtige Gruppen sind, mit denen wir uns befassen sollten. Wie machen wir das? Nun, zuerst gehen wir natürlich auf die erste Gruppe ein, in dem Fall die Metalle, wo wir uns da genauer die Metallbindung anschauen werden, also quasi wie die ganzen Atome miteinander verbunden sein müssen, damit überhaupt ein Metall vorliegt. Dann kümmern wir uns um die physikalischen Eigenschaften und dann um die chemischen Eigenschaften. Im zweiten Punkt werden wir uns die Salze kümmern. Da gehen wir quasi genauso vor, mit dem großen Unterschied, die Bindung der Salze ist halt keine Metallbindung, sind ja keine Metalle, sondern ist eine Ionenbindung und wir werden sehen, die beruht auf der Anziehungskraft verschiedener geladener Ionen, woher sie ihren Namen haben. Okay. Fangen wir an, wie besprochen, mit den Metallen. Hier abgebildet seht ihr kurz mal das Periodensystem der Elemente. Die farbliche Darstellung, die wir haben, tut quasi auch einiges über den Metallcharakter aussagen. Wichtig dabei ist allerdings zu wissen, dass Metalle etwa 80% der chemischen Elemente ausmachen. Also wir können sagen, dass gut 4/5 aller Elemente Metalle sind. Und an der Definition ist das relativ sinnvoll, denn das sind alle Verbindungen, zwischen deren Atomen Metallbindungen ausgebildet werden. Logischerweise können wir jetzt daher sagen, dass ein einzelnes Atom unmöglich ein Metall sein kann, denn ein einzelnes Atom kann sich nicht mit sich selbst verbinden, es braucht mindestens ein zweites. Und bei diesem Zusammenschluss von mehreren Atomen eines metallischen Elements werden diese über die Metallbindungen gebunden, wobei dann quasi das entsteht, was wir volksüblich als Metall bezeichnen. Wichtig dabei zu wissen ist auch, dass unter extremen Bedingungen wie Druck und Hitze auch Elemente, die nicht metallisch sind, Metallbindungen ausbilden und metallische Eigenschaften erlangen können, weil, und das sehen wir dann gleich beim Ionenaufbau, sie sich dann quasi vom Aufbau her nicht ihrer eigentlichen Bindung widmen, sondern quasi eine Scheinmetallbindung ausbilden. Aber wie schon gesagt, charakteristisch für die Metalle ist halt diese typische Metallbindung. Hier dargestellt, wie wir sehen, quasi einige Metallatome in der Mitte der lilan dargestellte Zellkern, darum die erste Schale oder das erste Orbital mit den Elektronen, dann die zweite Schale mit den weiteren Elektronen. Theoretisch müssen wir jetzt dazu sagen, sind natürlich noch mehr Elektronen, weil in der ersten Schale passen ja quasi immer nur zwei rein. Das hier vereinfacht, das sind jetzt nur quasi die zwei äußersten Schalen, die ich dargestellt habe. Können beliebig viel innere sein. Wichtig ist aber, dass bei Metallen immer ein bis zwei Valenz- oder Außenelektronen vorhanden sind und jedes Atom aber quasi 8 Außen- oder Valenzelektronen anstrebt, da das die stabilste Formation ist, die Edelgaskonfiguration genannt wird. Der Name leitet sich daher ab, dass die Edelgase, die in der 8. Hauptgruppe stehen, halt 8 Außenelektronen haben und nicht reaktiv und damit stabil sind. Nun haben also die Metallatome die Möglichkeit, entweder 6 weitere Elektronen zu binden, weil dann haben sie 2 plus 6. Oder ihre zwei, die sie bereits haben, abzugeben, womit dann quasi ihre äußerste Schale leer ist und die nächste Schale dann die äußerste Schale wird mit 8 vollen Elektronen. Energetisch ist es aber, wie man sich vorstellen kann, einfacher und damit effizienter, die zwei äußeren Valenzelektronen abzuspalten, weil die erstens schwach gebunden sind und zweitens, weil es halt nur zwei sind. Und daher werden diese auch abgespalten, woraufhin dann die nächste Schale zur äußeren Schale wird, die dann auch 8 Elektronen hat und damit stabil ist. Hier dargestellt, wir sehen, die letzte Schale ist weggefallen und die Elektronen, die auf den vorher äußeren Schalen waren, sind jetzt frei beweglich. Das führt natürlich dazu, wenn wir jetzt Elektronen mit negativer Ladung abgeben, dass die Atomkerne dann über eine positive Ladung verfügen, weil nun ein Elektronenmangel herrscht. Das führt dazu, dass sie sich in einem periodischen Gitter, wie hier rechts dargestellt, anordnen. Innerhalb dieses Gitters sind dann die frei beweglichen abgespaltenen Elektronen und die positiv geladenen Kerne und die negativ geladenen frei beweglichen Elektronen, die dann auch als Elektronengas bezeichnet werden, halten dann durch statische Anziehungskräfte zusammen. Wichtig dabei ist, dass sich die Elektronen nicht neu binden, sondern sich frei im Gitter bewegen und immer wieder gebunden werden, dann bindet sich ein anderes und wird dafür das vorige wieder abgestoßen. Und das führt eigentlich erst zu diesem starken Zusammenhalt, quasi dieses Neubinden und wieder Abstoßen, führt dazu, dass sie sich quasi in diesen regelmäßigen Gitter einfach anordnen,
Da wir uns vorstellen können, quasi, dass diese äußere Schale voller Elektronen abgestoßen wird von den anderen Elektronen, aber die Kerne sich diese ja wiederum auch anziehen. Und dann ist halt eine regelmäßige Anordnung jene, wo ein Atom seinen Platz gefunden hat, wo quasi die Waage zwischen Anziehung und Abstoßung ist. Daraus ergeben sich auch physikalische Eigenschaften, die natürlich hauptsächlich auf der Metallbindung beruhen. Wobei man natürlich sagen muss, dass natürlich jedes Metall auch einzigartig und anders aufgebaut ist und damit bezüglich seiner Eigenschaften stark variiert. Aber für alle gelten folgende grundlegende Eigenschaften. Alle Metalle sind mehr oder weniger gute Leiter, was auf den frei beweglichen Elektronen beruht, die so quasi Strom leiten können. Dann haben sie auch eine hohe Wärmeleitfähigkeit, quasi derselbe Grund, denn Elektronen können auch die Wärme transportieren. Dann haben sie eine Duktilität, eine sogenannte irreversible Verformbarkeit. Klingt kompliziert, bedeutet aber ganz einfach ausgedrückt, dass die Bindungen einfach so aufgebaut sind, dass diese, wenn sie einmal verschoben sind, nicht mehr gut hergestellt werden können. Denn die Bindungen sind ja nicht zwischen den einzelnen Atomen, sondern zwischen ihnen und den Elektronen quasi vorhanden. Und damit lassen sich diese bewegen und somit ihre Form verändern. Allerdings, wie schon gerade am Anfang gesagt, ist diese Veränderung zu groß, kommt es zum Bruch, dann kann es nicht mehr wieder gebunden werden. Das sieht man gut, wenn wir zum Beispiel einen Löffel nehmen und den immer wieder hin und her biegen. Er lässt sich biegen und umso heißer er wird, umso leichter wird es, sich zu biegen. Allerdings, mit jedes Mal, wo wir ihn biegen, tun wir quasi die Bindung schwächen. Und irgendwann ist es halt mal so weit, dass sie dann einfach so weit gedehnt ist, dass sie reißt. Dann haben Metalle den, wie man denken kann, metallischen Glanz. Der beruht auf der geradlinigen Anordnung der Atome, denn wir haben ja gesagt, die machen ein geradliniges Gitter, aber es ist ein regelmäßiges Gitter. Und das ist natürlich glatt und dadurch, dass es glatt ist, kann es quasi gut Licht reflektieren und damit glänzen. Man kann die Metalle anhand ihrer Dichte in Leicht- und Schwermetalle unterscheiden. Dabei wird gesagt, Leichtmetalle haben eine Dichte kleiner, 5 Gramm pro Kubikzentimeter. Das sind Titan, Aluminium und Kalium. Ja, Titan ist ein Leichtmetall. Schwermetalle sind natürlich das Gegenteil, die sind größer gleich, 5 Gramm pro Kubikzentimeter, wie Eisen, Blei oder Platin. Und da jedes Metall einen anderen Aufbau hat, variieren auch diese Eigenschaften. Zu Kupfer zum Beispiel ist ein besonders guter Leiter und Eisen ist hingegen ferromagnetisch. Und anhand des verschiedenen Aufbaus leiten sich auch verschiedene chemische Eigenschaften ab. Und chemische Eigenschaften regeln nicht wie die physischen, quasi, was denn quasi physisch mit ihnen getan werden kann, sondern ihre Reaktionsfähigkeit, also die Fähigkeit mit anderen Stoffen, vielleicht zu neuen Stoffen, zu reagieren oder auch nicht. Wie wir am Anfang bereits festgestellt haben, haben die meisten Metalle ein bis zwei Valenzelektronen, die sehr reaktiv sind, da sie bestrebt sind, diese abzugeben. Ausnahmen hierbei sind Edelmetalle wie Silber, Gold und Platin. Diese sind sehr stabil und daher kaum reaktiv. Wichtig ist auch, dass Edelmetalle nicht an der Luft korrodieren. Gut, das hängt halt mit der Tatsache zusammen, dass sie quasi stabil sind. Daher sind sie auch zum Teil säurebeständig. Und sind auch thermisch instabil. Das heißt, beim Erhitzen zerfallen sie in ihre Grundbestandteile. Das heißt, Edelmetall und anderer Stoff. Also wenn wir jetzt ein Edelmetall haben, was mit einem anderen Stoff verbunden ist, nehmen wir zum Beispiel Golderz, und erhitzen das, dann wird sich das in Edelmetall und den ganzen anderen Stoffen auftrennen. Und damit lassen sich diese Edelmetalle quasi durch Hitze sehr gut gewinnen. Folglich gilt aber natürlich auch, dass alle Metalle, die keine Edelmetalle sind, logischerweise nicht Edelmetalle sind und eine hohe Reaktivität haben. Zum Beispiel verbrennen sie oder oxidieren, wie der Fachbegriff dazu lautet, mit Sauerstoff zu Metalloxiden. Erdalkalimetalle, das sind also jene, welche sich in der zweiten Hauptgruppe finden, die verbrennen sogar mit so hohen Temperaturen, dass sie nicht mit Wasser gelöscht werden dürfen, da die Hitze so groß ist, dass Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff gespalten wird und sich explosives Knallgas bildet. Bei den richtigen Alkalimetallen, also wirklich der ersten Hauptgruppe, ist das noch viel, viel extremer.
Bei Kontakt mit Wasser bilden diese Kalimetalle Hydroxide aus, wobei Wasserstoff entsteht und viel Energie, meist in Form von Licht und Wärme, frei wird. Und hier haben wir auch wieder Gefahr der Knallgasbildung, was noch viel, viel heftiger reagieren wird. Mit Säuren reagieren unedle Metalle zu Salzen und Wasserstoff, wobei Energie frei wird. Das heißt, Metalle sind wirklich sehr reaktiv und umso weniger Außenelektronen sie haben, sprich sehr reaktiv, erste Hauptgruppe, diese reagieren fast explosiv, könnte man sagen, sogar mit Wasser. Also Natrium, Kalium oder Wasser, in Verbindung mit Wasser, wird man sehen, beginnt stark zu leuchten und können auch Gläser so stark erhitzen, dass diese quasi durch die Hitze auseinanderbersten. Damit kommen wir zur zweiten großen Gruppe, das sind dann die Salze. Und hier gilt das Grundprinzip, ein Salz liegt nur dann vor, wenn wir ein positiv geladenes Ion haben, das wird Kation genannt, und ein anderes oder mindestens ein anderes negativ geladenes Ion, das wird Anion genannt. Und diese werden sich dann über Ionenbindung miteinander verbinden. Bei anorganischen Salzen, das heißt alles, was nicht auch hauptsächlich auf Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff basiert, sind die Kationen Metalle, die Anionen Nichtmetalle und deren Oxide. Bei organischen Salzen sind die Kationen entweder Metalle oder Stickstoffverbindungen. Die Anionen werden bestehen aus organischen Säureresten, weil mindestens ein Kation oder Anion organischer Herkunft sein muss. Klar, sonst wäre es ja nicht mehr organisch. Kohlenstoffverbindungen, die nicht organisch sind, das ist eine Sonderregel, sind reiner Kohlenstoff, Kohlensäure, Kohlenstoffmonoxid und Dioxid, Schwefelkohlenstoff, die Carbonate und ionische Cyanide und Cyanate. Das sind dann quasi Ausnahmen. Müssen wir uns jetzt noch nicht merken, wird vielleicht in einer der viel, viel späteren Vorlesungen mal wichtig, aber aktuell sei das nur mal informativ so erwähnt. Damit kommen wir eigentlich zur wichtigsten Sache für die Salze, ihre Ionenbindung, die für diese typisch ist und darauf beruht, dass sich diese positiv geladenen Kationen und die negativ geladenen Anionen elektrostatisch anziehen und damit auf diese Weise zusammenhalten, quasi durch ihre verschiedene Ladung. Mit dem Bestreben möchte ich jetzt mal fast schon so sagen, quasi eine neutrale Ladung zu haben. Hierbei gilt natürlich, dass die Elemente, die sich links im Periodensystem befinden, Hauptgruppe 1 bis 3 und die Nebengruppen, haben eine niedrige Elektronegativität, das ist die Fähigkeit, Elektronen zu binden, und können daher Elektronen leicht abgeben, um eine stabile Elektronenkonfiguration von 8 Valenzelektronen zu erreichen. Wir merken uns also, Elektronegativität, wichtiges Fachwort, ist die Fähigkeit, Elektronen zu binden. Ist sie niedrig, ist die Fähigkeit, Elektronen zu binden, niedrig, also wird man sie eher abgeben. Ist sie hoch, möchte man Elektronen aufnehmen. Und das ist dann natürlich eher für die Hauptgruppen 6, 7, teilweise auch 5, weil diese ja quasi nur noch wenige Elektronen für eine stabile Außenkonfiguration benötigen. Hier dargestellt sehen wir Natrium mit einem Außenelektron, also sehr bestrebt, das abzugeben, also eine sehr niedrige Elektronegativität. Das führt dann natürlich zu einem Elektronenmangel, wenn es das Elektron abgibt und damit zu einer positiven Ladung, womit wir bereits ein Kation haben, das Natriumkation. Die Elemente, die sich rechts befinden, Gruppen 5 bis 7, Ausnahme 8, die Edelgase, weil diese stabil sind, haben eine hohe Elektronegativität und sind daher sehr bestrebt, Elektronen zu binden, um eine stabile Außenschale zu erreichen. Dabei beziehen sie die freigesetzten Elektronen vom Kation, unser Fall hier Natrium, und erhalten dadurch einen Elektronenüberschuss und damit eine negative Ladung, womit sie zu Anionen werden. Das sehen wir hier. Chlor mit 7 Außenelektronen nimmt das von Natrium freigewordene Elektron auf, wird damit zu Chlorid, also einfach eine negative Ladung, da ein Elektron mehr. Formeltechnisch einfach dargestellt, Chlor plus ein Elektron reagiert zu Chlorid. So, nun haben wir das positiv geladene Natrium und das negativ geladene Chlorid. Wie wir das, denke ich, alle kennen, verschiedene Ladungen ziehen sich an. Das führt dann insgesamt zu einer neutral geladenen Verbindung, in dem Fall Natriumchlorid. Dies ist dann auch relativ stabil. Interessant ist, dass sich dabei die Kationen abwechselnd einen regelmäßigen Gitter anordnen, was zu einer Kristallform führt. Deswegen das Ding auch Kristallgitter genannt wird, seht ihr hier dargestellt. Immer auf, wie man so schön sagt, Alternanz, das heißt immer auf Lücke.
In der Praxis ist das natürlich nicht so ideal. Es werden sich Fehler einbauen. Es kann auch mal wirklich zwei nebeneinander gelagerte, in dem Fall Chloridionen oder Anionen allgemein geben. Oder auch einfach mal Wasser oder ganz andere Stoffe. Also so einen Reinstoff finden wir eher selten. Wenn wir gerade beim Stichwort Wasser sind, an das Kristallgitter von Salzen kann sich bei mancher Verbindung auch Wasser anlagern, welches dann Kristallwasser genannt wird. Das bindet sich entweder an der äußeren Hülle über Wasserstoffbrückenbindung, also das heißt von Wasserstoff zu einem negativ geladenen Atom, in unserem Fall wäre das hier irgendwelche der Chloridionen. Allerdings lagert sich das halt entweder oder auch im Kristallgitter an, oder es liegt in das Gitter herum durch elektrostatische Anziehung. Wichtig ist auch, dass in den Formeln das Kristallwasser mit angegeben wird, wobei zwischen dem Salz und dem Wasser ein Trennpunkt geschrieben wird. Sehe hier unten. Wir haben hier Na2SO4 mal 10H2O oder in Worten ausgesprochen Natriumsulfat in Dekahydrat. In der ausschließlichen Variante wird, wie gesagt, dann Bindestrich geschrieben, dann die Anzahl der Wasserstoffmoleküle auf Latein, gefolgt von Hydrat für Wasser. Und hat es kein Wasser, folgt meist Anhydrat. Aber das ist in der Praxis unüblich, außer wenn es normalerweise immer Wasser hat. Damit kommen wir zu den physikalischen Eigenschaften. Wie wir auch, denke ich, aus dem Haushalt von Natriumchlorid wissen, sind viele Salze sehr gut im Wasser löslich, womit sie ihre feine Kristallstruktur, feste Kristallstruktur verlieren und eine gelöste Ionenstruktur übergehen, da nun die Anionen und Kationen als freie Ladungsträger in der Lösung sind. Sie haben zudem einen hohen Schmelzpunkt, das heißt, dass sie nur unter hohen Temperaturen in den flüssigen Aggregatzustand übergeführt werden können und dort liegen dann die Ionen aber auch frei als Ladungsträger vor. Das ist auch der Grund, warum Salze in ihrer festen Kristallform keinerlei Strom leiten, aber in ihrer gelösten oder geschmolzenen Form als gute Leiter fungieren. Hier als Bild dargestellt sehen wir Kupfersulfat, das ganz normalerweise weiß ist. Allerdings in Kontakt mit Wasser ist zu Kupfersulfat Pentahydrat mit blauer Farbe reagiert. Das heißt, man kann es auch als Trocknungsmittel und als Nachweismittel für Wasser benutzen. Das Kristallgitter ist zwar fest, allerdings sehr spröde. Wenn wir jetzt nun mit Kraft einwirken und eine Ionenreihe verschieben, dann liegt ja quasi dann ein Anion an ein Anion und ein Kation an ein Kation und das für eine ganze Reihe. Dadurch wird es natürlich zerbrechen, weil sich nun diese Sachen abstoßen. Salze haben auch verschiedene Farben. Manche können bei Anlagerung von Wasser auch ihre Farbe wechseln, wie bei unserem hier gerade dargestellten Kupfersulfat. Wenn wir schon bei dem Thema Anlagerung von Wasser sind, also Hydration oder Solvation, sollten wir das auch gleich mal genauer besprechen. Solvation ist der Überbegriff und bedeutet einfach, dass sich Moleküle eines Lösungsmittels, also quasi einer Flüssigkeit, die sich drumherum befindet, an Ionen oder Moleküle eines in einer Lösung gelösten Stoffes anlagern und dies abschwören, indem sich eine Solvathülle darum bildet. Das heißt, die lagern sich drumherum an und verändern die Eigenschaften. Hydration ist eine Sonderform der Solvation, bei welcher das Lösungsmittel halt einfach Wasser ist und eine keine Solvathülle, sondern eine Hydrathülle um das Teilchen des gelösten Stoffes bildet. Wird nun ein Salz in Wasser gegeben, lagern sich Wassermoleküle mit ihrem negativ geladenen Sauerstoff an die positiven Kationen an und die negativ geladenen Wasserstoffatome binden sich an die negativ geladenen Anionen. Nun ist es so, wenn die Anziehungskraft der angelagerten Wassermoleküle, die sogenannte Hydrationsenergie, die Anziehungskraft zwischen den Ionen des Salzgitters, der Gitterenergie, überwinden, dann lösen sie, weil sie ja quasi diese Bindung stärker ist, die Ionen aus dem Gitter heraus und werden zugleich von den jeweilig geladenen Seiten der Wassermoleküle in eine Hydrathülle umhüllt, sodass die Ionen halt nicht wieder in ein Ionengitter anordnen können. Das führt dann zu der Lösung Wasser. So sieht es halt quasi aus. Wir haben das Iongitter mit in dem Fall einer geringeren Gitterenergie als die sich darum lagernden Wassermoleküle, wo sich der Sauerstoff an die Anion und der Wasserstoff, nein, genau andersrum, der Wasserstoff an die Anion und der Sauerstoff an die Kation anlagert, diesen da umhüllen und quasi mit ihrer eigenen Ladung aus dem Gitter herausziehen und ihn dann die jeweiligen Ionen dann umhüllen, sodass sie sich nicht binden können und damit sie sich quasi wirklich als ein
echtes Gemisch als eine echte, klare Lösung im Wasser auflösen und solange Wasser da ist, sich auch quasi gar nicht mehr zu dem Iongitter anordnen können. Erst wenn wir das Wasser durch Erhitzen oder durch Evaporation, also durch quasi normale Verdunstung an der Luft, verlieren, sodass diese Wassermoleküle die Ionen nicht mehr umschließen können, können sie sich wieder in den Kristallgitter anordnen. Damit sind Salze hygroskopisch, das ist der Fachbegriff einfach für Wasser anziehend. Was dazu führt, dass eine hohe Salzkonzentration zum Beispiel Zellen austrocknen lassen kann, da es denen das Wasser entzieht. Kommen wir nun zu den chemischen Eigenschaften. Die Iongitter der Salze im Festzustand sind relativ stabil, haben halt eine hohe Gitterenergie, was dazu führt, dass sie reaktionsträge sind, sodass nur Salzlösung und Salzschmelzen reagieren. Diese haben folgende chemische Eigenschaften. Einige führen zur Denaturierung von Biomolekülen, weil sie quasi dann als die freien Ionen Sachen herauslösen können. Zwei verschiedene Salzlösungen können, nachdem sie gemischt werden, zu einem dritten Salz werden, welches schlecht wasserlöslich ist und sich somit als Feststoff absetzt. Das wird dann Fällung genannt. Hier rechts sehen wir das Beispiel von Natriumchlorid. Man hat eine wirkliche, echte Lösung mit Natriumchlorid gehabt. Die Ionenenergie war hier niedriger als die Hydrationsenergie, damit war es richtig gut gelöst. Und dann hat man Silbernitrat hinzugegeben. Das Silbernitrat, oder alles lag hier in Ionen vor. Man schreibt hier, solange sie noch in einer Festverbindung sind, S für Solid, sobald sie sich gelöst in einer Sache finden, AQ für Aqua. Und wir hatten halt hier Natriumchlorid, Aqua, wenn wir so wollen, gelöst im Wasser, plus Silbernitrat, gelöst im Wasser. Lässt sich beides gut im Wasser lösen, zumindest Silbernitrat so einigermaßen. Aber dann haben sich die Natriumionen mit den Nitrationen verbunden. Oder beziehungsweise, die haben sich nicht verbunden, aber die liegen halt dann noch gelöst im Wasser vor. Allerdings, was nicht mehr gelöst im Wasser vorlag, ist Silber und Chlorid, die in eine Bindung eingegangen sind und als fester Niederschlag Solid ausfallen, weil hier die Ionenenergie, die Gitterenergie, höher ist als die Hydrationsenergie und damit es sich nicht im Wasser löst, sondern fest ist und dann diesen schönen weißen Niederschlag, den wir hier rechts sehen, ergibt. Machen wir zum besseren Verständnis einige Übungen. Ich rate euch, mit den grünen Sachen anzufangen. Die sind einfacher. Gelb ist dann natürlich schon ein bisschen schwerer. Rot, ja, da muss man schon teilweise um die Ecke denken. Ich würde also natürlich sagen, wir machen das wie immer. Ihr pausiert am besten das Video an dieser Stelle. Ich springe direkt schon mal zu den Lösungen und dann vergleichen wir. Viel Erfolg! Okay, kommen wir zur ersten von vier Lösungsfolien, die ich hier benötige. Die erste Aufgabe lautete, was sind Metalle, was sind Salze? Das war noch vergleichsweise einfach. Metalle sind alle Verbindungen, zwischen deren Atomen Metallbindungen herrschen. Das sollte genügen. Und Salze sind Verbindungen aus Anionen und Kationen, die über Ionenbindung miteinander verbunden sind. Das sind ja der riesige Unterschied eigentlich zwischen den zwei Sachen, die Bindungsart. Zweitens, erkläre das Zustandekommen der Metallbindung und erkläre dabei, warum Metalle gute elektrische Leiter sind. Ja, das war eher knifflig. Das, was ich hier blau markiert habe, sollte in irgendeiner Form möglichst vorkommen. Das Schwarz ist natürlich jetzt für mich Bindewörter, weil man es ja quasi zusammenschließen muss. Ich lese es jetzt wortwörtlich einfach mal vor. Die Metallatome streben eine stabile Elektronenformation oder Konfiguration, ist beides okay, von 8 Außen- oder Valenzelektronen an. Da es in der Regel über 1 bis 2 Valenzelektronen verfügen, ist es energetisch leicht, diese abzuspalten, sodass sie die stabile Konformation so erreichen. Dadurch erhalten die Atome eine positive Ladung und ordnen sich in einem regelmäßigen Gitter an, in dessen Zwischenräumen sich die frei beweglichen Elektronen befinden, sodass diese und die positiv geladenen Kerne sich gegenseitig statisch anziehen. Da die Elektronen frei bewegt sind, kann Strom transportiert werden, was Metalle zu guten elektrischen Leitern macht. Drittens, nenne 5 Metalle. Da gab es so viele. Ich habe jetzt mal genommen Eisen, Zink, Cadmium, Zinn, Gold, Silber, Platin, Kupfer. Wir denken dran, 80% des Periodensystems Elemente sind Metalle. Da kann man also einige aufführen. Viertens,
In welche zwei Gruppen lassen sich Metalle anhand ihrer Reaktivität einteilen? Nenne je zwei Eigenschaften und zwei Vertreter dieser Gruppen. PSE durfte man hier gern verwenden, ist sehr hilfreich. Ja, Gruppen, die es gibt, sind Edelmetalle und die Nicht-Edelmetalle. Edelmetalle gibt es zum Beispiel Gold, Silber, Platin. Diese sind säurebeständig und oxidieren, korrodieren nicht an der Luft und ihre Verbindungen sind thermisch instabil. Nicht-Edelmetalle sind zum Beispiel Natrium, Eisen, Kupfer oder Zink. Diese reagieren mit Säuren, und zwar zu Salz und Wasser. Sie oxidieren zudem an der Luft zu Metalloxiden. Erdalkalimetalle verbrennen mit hohen Temperaturen, was Knallgasbildung verursachen kann, wenn Wasser hinzukommt. Und Alkalimetalle bilden sogar mit Wasser Alkalimetallhydroxide und Wasserstoff aus. Das heißt, für die brauchen wir auch gar keine Verbrennung oder so. Die sind auch so schon gefährlich, wenn nur Wasser ins Spiel ist. Fünftens. Worauf beruht der Zusammenhalt der Ionenbindung? Tja, ganz kurz gesagt, auf der unterschiedlichen Ladung von Kat- und Anion. Kationen sind positiv, Anion negativ geladen. Positives und Negatives zieht sich an, das nennt sich elektrostatische Anziehung und das ist der Grund für den Zusammenhalt. Sechstens. Erläutere den Vorgang der Hydration. War auch schon ein bisschen schwerer. Also wir haben positiv geladene Wasserstoffatome des Wassers, die sich an die negativ geladenen Anionen unseres Salzes anlagern. Beziehungsweise im Wasser haben wir natürlich auch noch die Sauerstoffatome des Wassermoleküls, die negativ geladen sind und sich an die positiv geladenen Kationen unseres Salzes anlagern. Jetzt wird quasi getestet, das heißt getestet, es findet so statt, aber die Logik dahinter ist, ist jetzt diese Gitterenergie, die unser Salzgitter zusammenhält, also die elektrostatische Anziehung zwischen An- und Kationen, geringer als die Hydrationsenergie, also zwischen Wassermolekülen und den An- und Kationen, dann werden die An- und Kationen aus dem Gitter gelöst und von den Wassermolekülen umhüllt, wobei sich dann eine sogenannte Hydrathülle ausbildet. Siebtens, nenne drei physikalische Eigenschaften von Salzen. Ja, das war sehr schnell gemacht, wasserlöslich, leiden keinen Strom, sind spröde und haben hohe Schmelztemperaturen. Ja, damit sind wir auch bereits am Ende der Vorlesung angelangt. Ich hoffe, obwohl es Stofflehre war, die allgemein als langweilig gilt, was ich verstehen kann, weil es halt doch recht theoretisch ist. Ich hoffe, es war trotzdem recht interessant, informativ, hat euch geholfen. Und über eine gute Bewertung würde ich mich freuen. Daumen hoch hilft mir sehr. Und ja, Kritik, Lob, Anregungen gerne unten in die Kommentare oder wer nicht in die Kommentare schreiben möchte, gerne auch per E-Mail, kann man alles finden. Ich würde mich freuen über alles, was ihr schreibt, dann weiß ich nämlich, was ich richtig mache oder was ich vielleicht richtiger machen könnte, sprich, was ich aktuell nicht so richtig mache. Ich verabschiede mich auf jeden Fall, freue mich, wenn wir irgendwas voneinander hören und sage jetzt mal, schönes Wochenende, tschüss!